Hey Leute und willkommen zu einer neuen spektakulären Folge von PokémMO. Was macht? Wir werden das mal aus dieser Höhle treiben. Weil ich keine Ahnung habe. Ja, ich habe einfach Sonntag bekommen und tschüss. ja, da weiß ich wenigstens, dass hier eine TM war. Nein, ich will nicht kämpfen. Nein, ich bin zu faul. Genauso wie ich auch zu faul war, alles zu machen. Und zu beschäftigt und zu faul und zu faul und zu faul. Und keine Motivation. Yay. Es gab einen Moment, wo ich motiviert war. Und das war als ein... ich würde eigentlich sagen, ist eigentlich noch ein Neuankömmling im YouTube-Business. Fast. Er ist kürzer da als ich. Und hat so schnell, nur wegen einem Projekt, alles erobert. Es ist ja nicht mal direkt ein Projekt. Er hat einen Livestream gemacht, dass er einen Hexe-Server macht. Und ja, da habe ich ihn halt so gesehen. Habe mich angemeldet. Also so, da gab es noch so ein extra Video, wo man einen Kommentar schreiben soll, wie man im YouTube, nicht in YouTube, wie man in, sagt's, ich bin wie gerade wie meine Mutter, leider. Da soll man nämlich den Minecraft-Namen schreiben. Und dann gab's so eine Whitelist. Da gab's zwar erst anfangs noch Probleme, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist. Ich werde später mal schauen, ob ich überhaupt, vielleicht drinne bin. Weil ich etwas Bock habe aufzunehmen. Ich weiß zwar nicht, was. Aber okay. Ich habe auch keinen Menschen, mit dem ich spielen kann. I'm so sad. Ich habe keinen Plan. Vielleicht nehme ich es auch gar nicht auf, weil ich jetzt mich schon wieder demotiviert habe. Ja gut. Ich bin so genial. Ich weiß nichts. So, meine ganzen Ausreden, die ich jetzt sagen werde. Warum ich nicht aufgenommen, nicht geuploadet habe, sogar manchmal Videos einfach gelöscht habe. Erstens, Schule. Zweitens, faul. Drittens, ich weiß jetzt nicht, ob ich das zur Schule erzählen kann, aber... Meine Hausaufgaben ist malen. Und da muss ich halt Zeit investieren. Und es ist auch nicht immer malen. Ich hatte auch kurz vor den Ferien, ich habe ja diese Woche Ferien, wo es vielleicht noch rauskommt, das Video. Ich hoffe es. Es ist in 3 Minuten um 12. Also in 3 Minuten ist am 9.2. Ich sag das lieber gerne, weil ich immer... sehen möchte, wie die Reaktion von euch ist. Ja, es gibt nämlich keine Reaktion. Und, ich weiß jetzt auch nicht, ob meine andere Ausrede noch dazu zählt zur Schule. Stress. Es gibt aber noch mehr. dieser Stress ist halt mit meinen Mitbewohnern. Hauptsächlich zurzeit, weil ich verkraft es nicht, dass sie mich nicht in ihrer WG haben wollen, weil ich anders bin. Naja, wie soll ich anders beschreiben? Ich bin nicht aktiv genug für sie, wahrscheinlich. Das würde ich wahrscheinlich denken, weil ich weiß, dass ich sehr inaktiv bin. Aber wenn es um Internet geht, da bin ich zu aktiv. Ich nehme mal lieber alle Trainer mit. Und naja, wenn Besuch bei uns ist, zum Beispiel Herrenbesuch, ich will da erst gar nicht hingehen, wenn Herrenbesuch ist. Auch wenn ich die Jungs kenne, ich will nicht. Aber ich glaube, bei diesem Herrenbesuch ist jetzt nicht das Problem.
Und ich bin auch nicht so künstlerisch talentiert wie meine anderen Mitbewohner. Ich weiß jetzt nicht, ob es talentiert heißt, aber ich habe halt meine Fähigkeit noch nicht so ausgebaut wie sie. Ich bin noch ein. Ich bin eine Knospe unterm Baum. So würde ich jetzt gerade ein bisschen beschreiben, so ganz komisch, was ich bin. Nachtnebel. Und sonst. Ja, ich bin manchmal auch einfach zu faul, irgendwelche Hausarbeit da zu machen. Zum Beispiel, wenn ich mit Kern dran bin, dann mache ich es manchmal auch gerne einfacher dann am Freitag, weil da hat keiner. Da kehrt keiner. Und da ist der Mais Dreck. Und den darf ich dann am Montag wegmachen. Manchmal bin ich auch einfach. Ja. Ich bin auch Wochenende ist wieder immer so bei der Wohnung. Zum Beispiel nächste Woche bin ich wieder dort. Und. Ich muss mal kurz tauschen. Tja. Ja. Ich bin ja alle 2 Wochen immer dort. Zum Beispiel auch, wie ich immer. Es gibt ein paar Videos, da schalle ich ja so. Da war ich in der Wohnung. Jetzt bin ich richtig nah an meinem Mikro. Und da schallt es ja nicht, sondern es brummt eher. Weil ich so nah dran bin. Und ich habe es gerade vermasselt. Alles klar. Ich konzentriere mich nicht auf das Kämpfen. Das merke ich. Mist, ich habe Teleport gemacht. Nein! Ich bin dumm. Ja, wie willst du auch Teleport machen bei sowas? Ich bin so dumm. Oi. Ui, Alina hat es noch geschafft. Vogelfänger. Ich glaube, ich gehe nochmal zu Schwester Joy. Tschüss. Ja, ich gehe lieber wieder zu ihr. Was habe ich noch für Ausreden? Ja, jetzt habe ich das mit dem Putzen erwähnt, weil ich manchmal gerne faul bin. Es geht hauptsächlich um faul. Beim Geschirr mache ich erst um 22 Uhr. Wenn ich großen Bock habe, mache ich schon um 18 Uhr. Das ist schon echt früh. Und ja, eigentlich sind die jetzt mit dem Geschirr, sind die anderen auch nicht anders. Die machen das auch erst relativ sehr spät oder sogar noch später als ich. Weil, keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Ich laufe einfach gegen Baum. Scheiße. Was ich sonst noch gemerkt habe, ich bin am meisten ja am Laptop. Aber die anderen, ich weiß nicht, was sie da machen. Aber die sind ständig am Handy. Ich kann allein mit Handy nicht leben. Und auf dem Handy schaue ich eh nicht so viel, außer das zeitige RPG, was ich mache über Animes. Ja, gut. Es geht um einen bestimmten Anime, den fast jedes Kind kennt. Aber nur fast. Und da meine ich nicht Pokémon, was ich gerade spiele. Weil dieser Anime ist eigentlich auch nicht für Kinder gedacht. Sondern etwas für Ältere. Man könnte sagen, ab 14 ist es gerecht. Aber der Anime ist schon ab 12. Oder 10. Ich würde 12 wenigstens noch schätzen. Die armen Kinder werden verstört. Was mache ich hier eigentlich? Irgendwo schwätzen. Okay. So. Habe ich noch irgendwelche Ausreden? Meine Eltern sind eigentlich immer eine Ausrede. Diese Woche ist eigentlich der reine Sklaventag für mich. Sklaventag? Sklavenwoche. Sklaventag wäre noch schön.
Ich habe zum Beispiel heute musste ich mein Sch hm, ich, mein Schrank ist nach einem Jahr endlich oben. Sehr schön. Dann war noch der Schornsteinfeger da. Ich muss. Ja, ich hätte erstmal mit den Schränken weitermachen sollen. Okay. Die Schränke musste ich putzen, nachdem ich vielleicht nur, glaube nur zwei hochgeschafft habe. Und den Rest hat dann meine Mutter mit meinem Bruder hochgeschafft. Weil ich bin zu schwach. Ich bin einfach zu schwach. Dann habe ich halt immer das Licht angemacht. Weil wir haben so ein Licht, das geht nach einer Zeit wieder aus. Und das ist halt nervig, wenn es dann die ganze Zeit ausgeht. Da muss ich halt da sein. Oder helfen, falls unser Gang ist ein bisschen niedrig. Nein, niedrig, schmal. Der Gang ist etwas schmal. Und wir haben da eine Treppe. Und haben es übers Geländer getan, damit es überhaupt in mein Zimmer kann. Weil der Schrank so groß ist. Der Schrank ist fast bei der Decke. Meine Decke ist 3 Meter hoch. Ich frage mich auch, warum es so groß ist. Und ja. Was kann ich noch erzählen? Am Freitag, ja, ist die reine Bauernarbeit. Zwar nicht auf dem Feld, sondern eher so, wie man sich halt Leute auf dem Dorf vorstellt. Die müssen Holz machen. Oder halt, die am Rande einer Stadt sind vielleicht, müssen das ja auch noch machen vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich dann leider nicht so aus. Ich würde es zwar gerne wissen, aber ja. Wir machen sowieso einfach lieber Holz, statt Öl zu verbrauchen, was viel teuer meistens ist. Auch wenn es jetzt billiger ist. Wir nehmen halt jetzt lieber erstmal Holz. So, du kämpfst erstmal mit mir. Dein Team Pokémon besitzt du verschiedene Arten? Ja. Ich bin ein bisschen verstört von diesen Jungen. Habe ich noch irgendein dummes Geschwätz, was ich sagen kann? Ach ja, ich sollte zum Augenarzt. Hat jetzt super geklappt. Ich war nämlich gar nicht, weil ich verpennt habe. Ich habe verpennt. Nein! Voltenso. Immer mal Pflanze. Habe ich noch irgendwas? Ah ja. Ja. Als ob das jemand wissen würde. Aber in meiner Schule war irgendwie Tag der Betriebe und gleichzeitig Tag der. Nee, ich lasse lieber. Ich lasse es lieber, weil sonst ich bin einfach. Ich sag nur Müll. Ich sag Müll, weil ich gerade so müde bin. Ich bin müde, aber ich weiß, ich kann nicht schlafen. Mein Schirm, mein Pokémon und ich. Was? Mein Schirm, mein Pokémon. Kennen die mal das Lied? Mein Schirm, mein Pokémon, wenn ich. Wer kann daraus das Lied entziehen? Würde eines dieser Elemente fehlen, wäre dieses Bild zur Schönheit ruiniert. Ja, es wäre sehr schade, wenn du weg bist. So, Oh ne. So, Kopf offen. Scheiße. Ach man. Ah ja, ich weiß gar nicht. Habe ich das euch schon mal erzählt, dass ich mal Fiesta? Ich sage immer noch Fiesta. Leider. Dass ich Fiesta mit jemandem aufgenommen habe. Und das dann einfach nicht nehmen konnte, weil es. Wisst ihr noch, wie meine alten TTT-Aufnahmen waren? Genauso. Überall lila. Super lila. Lila, das neue Sexy-Modell war es einfach gewesen. Belieber! Oh. Ich freue mich einfach, weil ich Belieber gefunden habe. So, Kindlein. Das mit dem Kämpfen? Jung. Jin. Der RPG.
handelt um Nias. Wir Ninja verbergen uns unter unseren Tarnmanteln. Nein. Ich wette, du wusstest nicht, wo ich versteckt war. Ja. Ich hab dich nicht in der Ecke gesehen. Mit deinen schönen Haaren. Bitte. Ach man. Ah ja, meine neuen Ausreden noch. Ich habe nochmal Sailor Moon geschaut. Ich habe weiter Detective Conan geschaut. Ich habe weiter Fairy Tail geschaut. Ich habe Yuri on Ice hatte ich glaube schon davor fertig gehabt. Habe ich da überhaupt jetzt nachgeschaut? Hat es irgendwas gebracht? Was habe ich noch geschaut? Was ist das? Ich schaue einfach so plötzlich. Ich glaube, ich gehe erstmal Trank nehmen. So, was habe ich noch für Animes geschaut? Ich habe bei Salem und Chris erstmal ein paar einzelne Folgen geschaut. Weil die Folgen. Ich mag es eigentlich nicht. Was war das? Na, vielen Dank. Ich habe euch alle lieb. Ja, ich weiß, dass du verloren hast. Weil ich noch Pokémon habe. Meine ganzen Pokémon. Nimm mir Lombero. Lombero, unser kleiner Schatz. Was habe ich denn noch für Ausreden? Ich habe bei einer Freundin übernachtet. Wenn du nicht aufpasst, wirst du verletzt. Ja, das hat sie mir auch gesagt. Ich habe ihr Prinzessin Mononoke geschaut. Ich erzähle euch alles, was in den circa 2 Wochen geschehen ist. Das ist super. Und habe ich noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich hoffe es auch nicht. Ich sag hier gerade euch nur alles Müll. Und das sind 17 Minuten Müll. Und ich schreie ins Mikro. Müll. Ah nee, ich habe noch mehr Ausreden. Ich habe gesungen. Aber halt nur auf YouTube. Wie immer. Aber ich habe es nicht hochgeladen, weil ich zu schlecht bin. Also, das ist meine Selbstkritik schon wieder, die mich behindert. Aber ich finde es auch gerade gerecht. Weil es klingt jetzt gerade nicht so schön. Du bist jetzt gerade nicht das Supermodel, was ich sehen will. Ich habe irgendwie von Tribute von Pan bei Mockingjay der Henkersbaum gesungen. Das war noch akzeptabel. Und dann kam es von Skyrim Dragonborn. Weil Lara Loft hat mich irgendwie angesteckt. Dann habe ich noch ein paar andere Lieder geschaut, also angehört. Und ich war einfach so bezaubert von diesem Lied. Und wenn ich singe. Nein, ich singe nicht. Nein! Nein! Zwingt mich nicht! Ach man. Nein! Ich hab's geschafft. Pokémon haben viele spezielle Fähigkeiten. Wenn du ein klasse Trainer werden willst, lerne etwas darüber. Was habe ich noch für Lieder versucht? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich von Mark Forster auch noch. Auf jeden Fall nicht Chöre. Weil ich das noch nicht kann. Was war denn das? Was habe ich gesungen? Ah ne, Bauch und Kopf habe ich gesungen. Das ist noch etwas älter. Weil ich halt. Das war ein Lied, was einfach war und es schön war. Aber ich mag auch das neue. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob Chöre jetzt noch neu gesagt ist. Ich denke schon. Chöre mag ich noch. Ich mag's. Es ist was halt Spaß erregt.
Für mich, ja. Und ich kann seit diese traurigen Lieder hören, die ich immer höre. Was ist mit dem los? Und gibt's noch irgendwas zu sagen? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ich habe gar nichts zu sagen. Ich sag nur Müll mit euch. Damit ich die Zeit schinde. Während ich irgendwas kämpfe. Es wäre ja gut, wenn man ein Thema hat, was man ansprechen kann. Das war jetzt zum Beispiel meine Faulheit. Die ist eigentlich immer aktiv. Ich gehe da später runter. Ich werde es bei da oben den Baum zerschneiden und mir irgendwas holen. Alex. Ja, zerschneide den Baum. Ja. So, Detektor. Honey, jetzt mit dem Detektor aus dem Sack. Ich weiß gar nicht, was hätte ich denn sonst noch gemacht? Ich glaube, eigentlich gar nichts. Nichts wurde gefunden. Tun wir es mal kurz auf F2. Lass mal schauen. Nichts wurde gefunden. Ah, hier, komm mal rein. Ich geh mal kurz überall hin. Ich glaube, ich gebe gleich auf. Ah ja, meine andere Ausrede ist eigentlich auch noch, ich habe ein Praktikum gesucht und hab's gefunden. Yay. Ich darf in einer Werbeagentur erstmal Praktikum machen. Sonst hätte ich Tätowierer gemacht, aber das wäre Putzarbeit. Und da weiß ich es schon. Damit kenne ich mich leider schon aus. Putzi, putzi, putz. Jeden Tag und jeden Morgen, yay. Das passiert halt, wenn man immer ein Ende... Ja. Ich sag lieber nichts. Ich sag jetzt lieber nicht. Ich hätte auch lieber nicht die Arbeit gemacht. Sondern ich hätte auch einfach weiter geputzt oder weiter einfach gestempelt, statt das zu machen. Dürfte ich sowieso nicht. So. Würde ich auch nicht machen. Ich würde es denen nicht antun. Ich bin sehr schlecht dafür. So. Haben wir noch irgendwas zu bequatschen? Ich glaube eigentlich eher nicht. Vielleicht könntet ihr mir was vorschlagen, was ich spielen könnte, außer Pokémon. Damit ihr etwas Abwechslung habt und falls ich nicht weiterkomme, nicht 2 Monate bis 4, 5 Monate warten. Ich schaue einfach mal, wann ich überhaupt... Ich schaue offscreen, wann hat dieses Theater mit dieser komischen Arena-Leiter begonnen? Es hat ja noch ein Theater begonnen mit, tja, hier den Chamäleons und so weiter und so fort. Es waren auf jeden Fall 4 Folgen, wenn ich jetzt die eine Klappe mitzähle. Na okay, das war's dann erstmal und... Ich kann kein YouTube mehr machen, weil ich zu dumm bin. Ich habe einfach zu lange nicht mehr gemacht. Und das ist halt mein Fehler. Ich gewöhne mich nicht mehr dran. Ich schaue nur noch Videos und Animes. Naja, ciao leider und bis zum nächsten Mal.